Willkommen bei einer neuen Folge Scrap Mechanik. Bei Zurück in die Gegenwart, Teil 3. Hallo. Boah, als allererstes, bevor wir euch was machen, erstmal scheißen gehen. So, der Arbeitstag kann beginnen. Was ich schon immer gefragt habe, was ich da hinten im Rucksack habe. Normal sind das irgendwelche Stöcker von Scrap Mechanic, aber bei mir sollen das Laserschwerter darstellen. Ja, Laserschwerter. Naja. Sieht zwar ein bisschen viereckig aus, alles, aber egal, Hauptsache es leuchtet. So. Auf die Bude. Oh, jetzt scheint die Sonne. Das ist schön. Da wird ein schöner Tag. Aber so lange wollen wir gar nicht bleiben. Da hinten steht noch der DeLorean. Guck mal, wie es denn geht. Und ja, wo ich gesagt hatte, dass ich mir erstmal ein Plätzchen suchen musste. Das war gelogen. Ich habe gleich neben dem Maisfeld gebaut. So. Hallo, mein Schatz. Wie geht's? So, Türen zu. Funktioniert. Düsenantrieb. Funktioniert auch. Fahren wir mal los. Ja, das ist genau der Mist, Alter. Die Gache ist einfach zu tief bei mir. Ich werde ja kaum Chancen haben, mir euch mir gerade ausfahren zu können, um wieder zurückzukommen. Ja, seht schon, das ist scheiße, Alter. Ich hab mich übelst fest. Da musst du dich nur fest. Unterboden habe ich echt Gacke gebaut. Oh. Ja, mit Düsenantrieb geht das Ganze. Ich werde erstmal die Bude von meiner Karre stellen. So. Ja, er driftet nur hin und her, ja, das scheiß Ding. Ah, hallo! Siehst du die Jungenklemme auch schon? Ja, jetzt. Zack! Los. Und zwar, ich habe mir überlegt, weil das nicht stört, mir irgendwo hier hinten eine Rampe zu bauen. Und wir können auch mal hinfahren. Und soll ich den ganzen Weg latschen? Und zwar hier mit unserem. Mit Fluchmodus. Mal gucken, ob das klappt. Ich habe überlegt hier. Das sieht eigentlich scheiße aus, weil da Haufen Bäume im Weg sind. Im Dunst. Obwohl, das sieht gut aus. Wenn ich da eine Startbahn baue, ich die Karre draufstellen kann, dass er gerade in der Spur bleibt. Und dann geht hier die Rampe ab in die Luft, also die ist hier zu Ende und ich sollte nur noch mit Düsenantrieb und irgendwelchen unterbauten Düsen in die Luft und mit Vollkarre zurück in die Vergangenheit kommen. Das ist eigentlich der Masterplan. Ja, jetzt! Oh. Die Türen machen auch was sie wollen, aber die Karre hat ganz schön den weggekriegt. Naja. Gut. Aber, so. Ach so, es gab vor kurzem einen neuen Update. Wir haben jetzt ein neues Werkzeug eingebunden. Das ist die Paint Tool. Ja. Ich zeige euch das mal. Ist eigentlich ganz cool. Ich kann jetzt hier auf dem Menü auf, ich glaube, Q war das. Q, genau. Sieh da. Eine Farbpalette. Irgendeine beliebige Farbe nehmen. Nehmen wir jetzt mal von mir aus, damit man sieht. Pink! Und da kann ich alles pink machen. Einzeln oder. Auch so, ja. So, ich möchte auch Standardfarbe. Ich hoffe, das ist er. Nee, scheiße. Das ist auch nicht. Jetzt habe ich neulich eine andere Scheißfarbe, die ich auch nicht wollte. Ah. Auf Rechtsklick. So war das. Auf Rechtsklick kriegt man aber die Standardfarbe. Ja, genau. Wieso? Fehlen ein paar Bausteinchen, die hat es aber auch weggerissen oder was? Na, dann machen wir es noch glatt dran.
Okay, das geht so nicht. Tausch das Handy wieder. Wir müssen mal die Garre erstmal umlegen. Ja, doch, da oben fehlt er. Ab und unter. Da sieht das Ganze aufgeklappt aus, ja. Bei mir. Ich habe jetzt bloß ein kleines Problem. Wie komme ich jetzt hier hoch? So. Spring hier hoch. Ja, nein. Bin ich jetzt runtergeklatscht? Ne, ich stehe hier drinnen. Ah. So. Könnt ihr euch mal einen Innenraum angucken? Ja, nichts Besonderes. Lux-Kompensator. Die Timeline ist hier neben Lenkrad. Hier. Na. Okay. Ja. Keine Connection. Habt ihr sie sehen? Wow. Wenn ich einen Scheiß oder. Und jetzt sieht alles wieder schick aus. Mein Schmuckstück. So, was wollten wir machen? Ich wollte eine Rampe bauen und mit Vollspeed wieder nach Hause düsen. So, erstmal Entschuldigung an dieser Stelle. Aus unerklärlichen Gründen hat mein Aufnahmeprogramm irgendwie nicht weiter aufgenommen. Und zwar, währenddessen ist das passiert, da oben konnte ich keine Rampe bauen, weil halt die Bäume im Weg waren. Deswegen habe ich das Ganze nach hier unten verschoben, ja. Und ja, zum Glück geht jetzt alles wieder. Das nächste Problem festgestellt, wenn ich die Karre hier hinstelle. Ja. Drücke mal den Knopf. Und es passiert ja nichts. Das Ding kracht einmal bis runter. Es geht nicht hoch, ich weiß nicht warum. Und die Karre bleibt nicht mehr an der Spur. Ach, was machen wir denn da? Gut. Andere Taktik. Wir machen es anders. Können wir. Das geht. Das geht. Ne? Wie sieht die Linie aus? Ist ganz schön hoch. Das ist immer gut. So weit hoch will ich da ja nicht. Dann machen wir es mal mit Shift gedrückt halten. Kann man ja einzelne Gradzahl machen. Machen wir mal. Ja, 10 Grad. Das ist zu schwer, ey. Ah, Mann, 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 Mann. Ist aber auch kacke. 10 Grad. 10 Grad ist ganz schön steil. Jute, machen wir mal. Ne? So, 8 Grad, das reicht, da. Wir lassen es einfach mal so auf die 8 Grad. Und bauen hier einfach mal ein paar Stützen drunter. Problem ist bloß. Ja. Ja, gut. Ja, na, ist egal. Ich kann es auch machen. Das ist jetzt richtig von der Linie. Sauber. Ich hoffe, es ist jetzt die gleiche Höhe, ansonsten habe ich oben ein Problem. So. Ich muss es machen. Genau, da drüben haben wir noch so dick drauf. Würde okay sein, ey. Und zwar, genau. Muss ich jetzt erstmal wieder runter. Machen das Ding
Machen die mal ein bisschen hoch, so. Ja. So, dann machen wir es wieder auf 8 Grad. Und dann können die nämlich schön hier aufliegen. So. Ich hoffe, das ist scheiße, Mann. Kann ich das so verbinden? Ja. So. Nö, ja, genau. Oh. Das wollte ich jetzt nur nicht. Nach unten. Naja, da, noch eine extra Stütze. Kann man es wieder umklappen? 8 Grad hat man, genau. Bumm. Jetzt liegt es schon mal auf, jetzt hat es schon mal eine Stütze. Das nächste Problem, der muss in der Spur liegen. Ist auch kein Problem eigentlich. Sie brauchen wir bloß hier Wand hochziehen. Mehr ist es nicht. Ja. Allerdings ist das alles schwer wie Schweine. Nehmen, machen es mal mit Holz. So. Halt. Ich will das nur mal gucken, ob es überhaupt funktioniert. Bevor wir hier wieder alles umsonst bauen. Mal ein bisschen länger machen. Seite. Da. Wollte ich sagen. Oh, das klappt. Wunderbar. Ja. Ich muss die Grafik runterlassen. Kriege ich jetzt überhaupt die Tür noch zu? Noch. Das ist scheiße, Mann. So, wir fahren erstmal zurück in die Höhe. Probier's mal so. Mann, das kann doch nicht wahr sein, so ein Scheißdreck. Mist hier. Ah. Man hängt hier echt an jeden Scheißdreck fest. An jeder Ecke und Kante, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht so schwer sein. Ah. Mann, 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 Mann. Vielleicht rechts, wenn ich das erste abmache. Ah, man steht nur vor Problemen, ey. In Zukunft fahren ist ja auch nicht so schwer. Aber zurückzukommen. Meine Fresse. Ja, das Problem ist, dass der immer da rausfliegt. So, nochmal. Oh, bis wie das musst du gemacht haben, ey. Wie oft ich hier probieren muss. Ups. Das ist okay, Junge. ja? Muss ich noch irgendwas dazu sagen? Ich glaube, nein. Warum hängt denn immer die eine Tür hier auf Luft? So, okay. Aber. Mensch, fort. Okay, nimm dich mal runter. So. Ich warte dann mal, wenn ich hier vorne anfange zu fahren, das so machen.
Dass ich dann in eine Bahn komme. Ja, Ramonus, sie macht auch Dreier. Ja. Okay. Okay. So. Alles klar. Runter. Na, was ist da? Na. Na, aber. Nice! Es hat funktioniert! So, dann werde ich das mal weiter ausbauen und das mal wieder ein bisschen faster für euch machen. Also bis gleich. Erster Test, vielleicht klappt's. So, wir können es ja gleich mal versuchen. Okay, Bordcomputer einprogrammieren. Das Jahr 2016. Alles klar, Glückskompensator ist aktiviert. Dann würde ich sagen, Feuer frei. Dunst. Okay, also die Rampe funktioniert scheinbar, aber ich hatte nicht genug Anlauf. Oh, verdammt, bin ich glatt gesprungen. Scheiße. Scheiße. Naja, aber ich bin sehr optimistisch, was das angeht. Das könnte funktionieren. Aber es war schon wieder ein anstrengender Tag. Ich sage erstmal sportfrei, Kameraden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn ich die Rampe zu Ende baue und wir hoffentlich wieder zurück nach Hause kommen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, dann nicht. Und ja, dann sage ich mal bis später. Tschüss.